Heute bei Faktastisch die sechs schrägsten Familien der Welt. Los geht's! Eine Frau und ihre Kinder aus Nepal leiden an Hypertrichose, auch bekannt als Werwolfssyndrom. Bei dieser seltenen Krankheit leiden die Betroffenen unter einer extremen Körperbehaarung. Normalerweise ist bei dieser Krankheit der ganze Körper von Haaren bedeckt, doch bei der dreifachen Mutter und ihren Kindern ist nur das Gesicht stark behaart. Das ist jedoch Grund genug, um jeden Tag geärgert und ausgegrenzt zu werden. Mittlerweile hat man der Familie mit einer Laserbehandlung geholfen und sie von Diskriminierungen befreit. Sie kann nun ein friedliches und ganz normales Leben führen. Als die Brasilianerin Rosemer Fernanda de Andrade zum ersten Mal ihr erstes Baby in die Hände bekam, staunte sie nicht schlecht und vermutete, dass es sich um eine Verwechslung handle. Es muss für sie ein Schock gewesen sein, denn sie und ihr Mann sind dunkelhäutig, das Baby hingegen kam mit blasser Haut, blonden Haaren und blauen Augen auf die Welt. In der Nachbarschaft sorgte dies zunächst für großes Aufsehen. Ihr wurde vorgeworfen, dass sie nicht die leibliche Mutter ihrer Kinder sein kann. Sie stand immer wieder unter Stress, weil sie ständig von Sicherheitsleuten kontrolliert wurde, die ihr nicht glauben wollten, dass es wirklich ihre Kinder sind. Na, wenn drei von sechs Kindern Albinos sind, dann ist das auch kein Wunder. Dabei ist Albinismus so selten, dass nur jede 17.000. Person an diesem Gendefekt erkrankt. Bei Albinos führt dieser Gendefekt dazu, dass sie nicht genügend Melanin produzieren können und erblassen. Die Mutter muss immer darauf achten, dass ihre Kinder langärmige Kleidung tragen und Sonnencreme dabei haben. Ansonsten bekommen ihre Kinder sehr schnell einen Sonnenbrand. Eine der größten Albino-Familien der Welt kommt aus Indien. Sie werden täglich diskriminiert und müssen um ihre Anerkennung kämpfen. Denn Menschen mit heller Haut und blonden Haaren sind eine echte Seltenheit in Indien. Wenn sie in der Öffentlichkeit von den Menschen gesehen werden, lacht man sie oft nur aus. Jeder Tag ist ein erneuter Kampf gegen die Blicke der anderen. Dabei wollen sie nur akzeptiert werden und ein ganz normales Leben führen. Das Elternpaar Kateri und Jay Schwand aus Michigan, USA hat 13 Kinder. Das Besondere an ihrer Familie ist, dass alle 13 Kinder männlich sind. Nachdem bereits 12 Jungen geboren wurden, kam letztes Jahr der 13. Sohn zur Welt. Der Mann sagte in einem Interview mit ABC News, dass er sich zwar ein Mädchen gewünscht hätte, aber es ziemlich cool ist, Vater von 13 Jungen zu sein. Laut beiden glücklichen Eltern ist ein 14. Kind nicht ausgeschlossen. Da bleibt nur eine Frage, wird es wieder ein Junge oder diesmal sogar ein Mädchen? 8 Erwachsene und 3 Kinder leben als gemeinsame Familie in einer riesigen Villa. Diese außergewöhnliche Familie besteht unter anderem aus 2 Lehrern und einem Professor. Alle Familienmitglieder sind Freunde, die sich schon sehr lange kennen und beschlossen haben, gemeinsam zu leben. Sie teilen ein gemeinsames Bankkonto, kochen gemeinsam und putzen gemeinsam das Haus. Eine Frau namens Nadia Suleiman geriet in der Vergangenheit immer wieder in die Kritik und ist in den USA unter anderem auch unter dem Namen Octomom bekannt. Der Fall sorgte auf der ganzen Welt für heftige Diskussionen. Die arbeitslose Mutter ließ nach ihrem 6. Kind eine künstliche Befruchtung durchführen und wurde mit 8 Zwillingen schwanger. Sie führt ein chaotisches Leben und ist mit den Kindern regelrecht überfordert. Weil es bei ihr finanziell alles andere als gut läuft, vermarktete sie ihr Leben unter anderem in Reality-Shows und finanzierte so ihren Unterhalt. Es gibt sogar Gerüchte, die besagen, dass sie eine Karriere als Pornostar starten wollte, nachdem sie vor dem finanziellen Ruin stand. Man soll ihr bis zu 500.000 US-Dollar für eine einstündige Szene geboten haben. Laut ihren eigenen Angaben ist sie süchtig nach Kindern und hat so viele Kinder geboren, um berühmt zu werden. Sie lebt nach ihrem großen Vorbild Angelina Jolie und hat bereits mehrere Schönheitsoperationen durchführen lassen, um wie ihr Idol auszusehen. Fehlen da nur noch die 300 Millionen Dollar Vermögen, hä? Abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt und gebt einen Daumen hoch. Als nächstes gibt es 11 Lügen, die dich jeder glauben lassen will. Viel Spaß!